Köln. Was gab das Zeug da oben hin? Nicht gehört, glaube ich. Bin auch dabei. Bitte? Was war der Wrack? Auf viel aber nichts sehen am so, Wrack. Sag doch mal jeder was. Was? Immer wieder was? Feuer. Was brauchst du? Genau. Lass es mal draußen dein Feuer. Bitte? Lass uns mal draußen dein Feuer, bitte. Wir schalten es nicht ein. Der geht alleine an. Hast du vorhin nicht überprüft, oder was? Doch, du warst die erste Zeit ganz hell und dann kommt es. Ja, bist du auch, Kevin. Ich mach doch keine, mach doch keine Bilder mehr. Nee? Ich mach nur noch Videos. Ja, genau. Da ist viel mehr von. Lass mal kurz eure Hand nutzen. Ja. Kevin. Sorry? 317. Gut. The United Nations recognizes 191 countries. Was sagen? Most people, was soll ich Taiwan, it's not recognized Hallo? For political reasons.
Vatican City. Okay. So, good. Really, it's 193. But this club, they count everything that's separately administered Peter. And geographically distinct. Peter. Counts as a separate country. Sag was. So, for example, Indonesia, sag mal, Bali, Tag. Gorgeous. Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, like that. United Kingdom, England is different, Scotland is different, you know, Isle of Man, Gibraltar is different. That's why you get to 317. So it's more difficult. Ja, alle nur von hinten drauf. Alle nur von hinten ist auch gut. Bitte? Von hinten ist auch gut. Okay. Da ist mal was gesagt. Ya uno tendría bueno, ya. Bueno, se ve. Hasta 80 kilos, 90. Sí, 80 bueno, kilos. Se venía por la rueda, pero estaba cerca. Okay. Venía por encima del agua, venía así. Kilos. Nosotros que cogimos tenía 14, 15 kilos. La puntilla en el campaño. Muy bien. Bendito. Pero ese estaba muy delgado. 6 kilos. El pasar cabello lo compró. Pero el cabello lo compró. Una torta. Ese. Lo cogimos con el. Gracias. Tendría. Yo qué sé, pero era muy delgado. Sí, ¿no? Mira, un tarifa. Pellejero, de los negros, de negros. ¿De negros? Hasta 80 kilos el negro. Pero eso no valía para nada. Él tiene mucho. Hasta nachher nie wieder. Doch, den hast du ja. Das ist es ja. Ja. Meinst du, der wird doch für Gefecht für einen Stress für einen Gefecht? Was meinst du, was du für einen Stress hast, wenn du aus dem U-Boot aussteigen musst? Durch die Rohre durch. Wenn die auf einmal fluchen. Ja. Hast du mal gemacht oder was? Hä? Hab's gemacht? Nee, das machen nur die Kampfschwimmer, nicht die Minentaucher. Kampftaucher, ne? Oder Kampfschwimmer. Moin, moin. Ich war auch dabei. Tauchmesser an seinen zwei Dingen. Oh. Wir müssen jetzt hier so ein Live-Tennis. Mit Leinen. Die tauchen so wie wir, mit Leine, mit Signalleine. Ja. So, Holger, Walter deines Amtes. Ich wollte nur Fotos machen, ey. Schon Fotos sind. Spaß, man kann auch nicht. Ich mach das schon. Ich mach schon. Die kriegen wir nicht. Warum? Wenn ich die E-Mail hab. Nee, ich schicke euch aber CD, weil. Ich filme ja nur. Ich fotografiere ja gar nichts. Aber wenn du zu Hause bist, bin ich gerne mit dir. Ja. Komm mal her. Ist jetzt nicht so ganz geschickt. Jetzt mach schnell ein Foto. Bitte, warum? Weil das Militär das nicht so richtig gerne hat. Das glaube ich auch. Yes. Genau. Sagt mal was, Mädels. Prost. Filmchen. Bitte? Er macht ein Filmchen. Na, immer. Immer. Sag mal, echt immer? Hab mir das abgewöhnt mit den Fotos. Mach nur noch Filme. Haben mehr davon. Ja, Kevin, was los? Kriegst du heiße Füß? So, jetzt bist du auch mal drauf. Nee, will ich aber ja. Lauf nicht weg. Ich will ja nicht hochbleiben. Mal oben. So, den kenne ich nicht. Jetzt musst du auch sagen. Willst du mal noch auf mich mit hoch? Mal ist er auch, gell? Mal, ich guck mal nach.
raus. Der letzte Gang. Anzug hängt ja. Das ist gleich spannend. Johanna, wo ist die Sarah? Ja, die kommt da. Jetzt spielt ihr da mit bei dem Musical oder was? Jetzt fährt ihr morgen nach Hause. Ja, so bei Cheerleader, aber ich melde mich da irgendwie an. Ich gehe doch nicht jeden Tag da zum Proben hin, weil ich einmal so ein Rad mache. Mhm. Hallo. Ich nehme ja die Erfahrung von dir an, du hast ja schon 5 Kaufgänge damit. Hi. Die tauchen. Was wollen sie sonst machen? Irgendwie kippe ich nach oben. Hallo? Hilfe! Ich kann mich wieder bewegen. Ja, ey, voll das Handicap-Netz, Alter. Oh, Leute, ich kann mich auch nicht holen. Ey, Alter, ich kann mal die Wahnsinn! Ja, ich bin zwei Mal. Drei Mal vom Max. Nächste, du zeigst den Helfen, Michi. Alles drauf, Kevin, hier. Alle Peinlichkeiten, auch die, dass du deine Flossen selbst anziehen kannst. Ich muss nicht mehr einladen.
Auch das schmeckt. Nein, nein, wie du was anderes sagst. Und wenn Sie meinen, die Erkrankung ist schön, dann soll so sein. Aber es muss doch einmal sein, der so diese Probe gezogen hat. Wenn ich sagen, wir wandern aus, dann meine ich das so. Und dann ziehen aber alle mit. Weißt du? Also diese Probe, Einer muss die Vision haben, einer muss aus. Und das braucht auch immer was, wo ich sage, hier kann nichts passieren. Das ist verwandt. Und die steht. Gehen wir Samstag tauchen. Ja? Das ist ein Fazit, genau. Dann packe ich Sonntag mein Zeug nach dem Frühstück. Ist ja Sonntag jemand hier rum, oder? Ja, ich spreche am Samstag, aber uns. Ja, wo gehen wir hin? 24-7. Ja, ihr sollt so ein Highlight aussuchen, so für die letzte Tour. Und weißt du, was wir machen? Immer Folgendes. Gib dir das Buch oder die Wahl, dann wisst ihr, wie gut es dann ist. Gut, sehr gut. Dann bist du los. Also, du suchst überall. Ja, pass auf. Ja, aber ich weiß, dass wir so viel Sinn machen. Ich meine, hier geht's. Ja. Da habe ich mir gedacht, du kriegst mir einen Arsch lecken. Diese scheiß Kreuzfahrtschiffe, die da hinkommen, die jedes Jahr, was weiß ich, 2500 Leute an Land kippen, die machen nichts anderes. Die suchen Plätze innerhalb von Gibraltar und kommen mit dem Boot an, liegen im Gewässer. Haben die auch eine Port Operators License? Garantiert nicht. Also das wird, wenn die mich irgendwann ankacken, wird das meine Argumentation sein. Die spare ich mir aber erstmal auf. So, aber mit dem Wissen habe ich mir gedacht, scheiße, Gibraltar verliert. So, dann habe ich vor 6 Wochen gesagt, jetzt machen wir das einfach mal. Wir fahren einfach mal rein. Die angerufen, ja, wo sie machen. Ja, brauchst du das und das und das und das und das und das. Und packst mir das morgen zu. Gut. Und da ich ja schon wusste, dass ein Club rein darf, aber ein kommerzielles Unternehmen nicht, habe ich auch geschrieben, ich wollte mal so meine Liste Stauchsport von der Herdecke. Deutsches Boot, deutsche Nummer, deutsche Fahne, deutsche Gäste. Ich hab den nicht singen. Für mich alles, die Bootsnummer, die Nummer vom Motor, ich hab alles da. Ganz ordentlich drauf. Ich schreibe immer die Liste, die Namen von den Gästen rein, schreibe die Personalausweisnummer dahinter, packe denen das zu, so, und dann machen wir jetzt halt 6 Wochen. Mal gucken, wer kommt. Ja, aber so. Das sind schon ganz viele Boote. Du hast gesagt, ich bin's Campbell. Ich bin mit dem Boot fährt. Hast du gesagt, dann kann ich eine Zigarette rauchen. Genau. Aber das war heute schon auf dem Thema schön. Schön mit dem Backen, aber ein richtiger Boot. Richtig zu, aber schön. Da haben wir auch Strömung gehabt, aber mit den Mittelströmen. Also nur so. Und ganz konkret, ich habe nichts verstanden von euch. Also jetzt nochmal verdammt zugut, ne? Ja, aber wir sind ja Mittelströmung. Also, wir haben uns ja übertreiben lassen. War klar, dass das Strömung ist, weil da immer Strömung ist. Ja, mal gerade hier rüberkommen. Ich habe heute nicht so viel zu tun. Ich taufe täglich Taucher. Heute sogar 3. Kniet nieder, verbeugt euch von mir. Denn ich, Neptun, sage nun hier, da hinten. Alle 3 hier bei der Lage mit den Füßen nach hinten. Andersrum. Sie fühlt es doch hinten. Hinten ist ein Kugel hin. Hinten knien. So, denn ich Neptun sage nun hier, du sollst Freude mir zukünftig bereiten, mir, dem Herrn über Gezeiten, Herrscher über Luft, Wasser und Sand, auch der Mann mit dem Dreizack genannt. Ich nehme dich auf, mein nasses Element. Du wirst vom Meer nicht mehr getrennt. Schonst du mein Haus, schützt Pflanzen und Tier, da bin ich stets gewogen dir. So, jetzt müsst ihr schwören. Auf meine Tarierung will ich achten. Ja, was soll ich sagen? Sagen. Meine Tarierung will ich achten. Alle. Auf meine Tarierung will ich achten. Keine Korallen nach dem Leben trachten. Keine Korallen nach dem Leben trachten. Advance und Rescue auch schon noch machen. Rescue auch noch mal. Und kaufen meine eigenen Sachen. Rescue auch noch mal. Niemals ohne Regler reisen. Niemals ohne Regler reisen. Und wieder was auf ewig preisen. So, drum will ich Neptun hier nun enden. Mit dem Rat, lasst euch nicht blenden. Von Tauchergurus, die berichten. Von Adlerrochen, die sie sichten. Und stolzen Haien dort zu sehen. Mir tun da beide Ohren weh. Ich als Herrscher der Gezeiten gewähr begrenzte Blicke in die Weiten. Von meinem übergroßen Reich Tauchergurus vertreibe ich gleich. Das waren sie nun, die Anfänger. Tauchen werden sie nun länger.
Ich denke, sie sind auch gut gelungen, haben fleißig drum gerungen. Anfänger sind sie keine mehr. Stattdessen Teddy taucht. Bitte sehr. Sehr schön. So. Maske auf. Maske aufsetzen. Mund. So, okay. Knäutel in den Mund. Schlucken, 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 schlucken. Weiter, weiter. Hat schon fast die Hälfte. Zieh, zieh. Ach, ziehen, ziehen, ziehen. Komm, kämpfen, kämpfen. Kämpfen. Du kannst schneller schütten, der verträgt mehr. Kämpfen, kämpfen. Schlucken, Kevin. Kämpfen, kämpfen. Kevin, komm, zieh. Schlucken. Schlucken. Das ist viel zu kalt. Schlucken. Macht ja nichts. Das beste Späte öfters sollst sagen. Sollst du hier rummemmen? So, jetzt gibt's noch Muschelstaub. Hm? Ja, klar. Und auch Muschelstaub. Oder hast du noch ganz gern? Ja. Wunderbar. Und noch Muschelstaub. Hm? So. Und jetzt ist die Linse verstaubt hier. Und es hat. So. Ja, tschüss. Hier ist mein Buch. Du hast mein Buch. Oh, Dankeschön. Ach, schade, ich muss behalten. So, ihr zweimal. Ich weiß nicht, ob der Kevin seinen Ausweis schon hat. Kevin, mach einen Kuss. Das ist so süß. Ich kenne nur drei. Also zwei, der eine, der hat der meine nämlich einen Arsch gepackt und so und das drauf. Servus. Der hat am Strand erzählt. Sagt er, ja du, wenn du deine Patienten auf dem Tisch hast, da hast du die besten Chancen. Hat er gesagt zu mir. Und dann habe ich natürlich genau zugehört. Hier Jungs, von euch brauche ich auch nochmal ein Bild. Am Strand. Am Strand. Von euch zwei. Der eine, der bis hier. Kevin. Kräftig. Mach mal ein Bild. Bist du sicher nicht? Nein. Ich hab so ein schlechtes Gewissen. Ja, ja, ja. Ist klar. Oder? Ist das süß. Aber irgendwie musst du jetzt nur noch Zugang zu seiner Homepage bringen und noch veröffentlichen. Und dann, meinst du, was dann wieder hier profitiert? Sollte man noch was schreiben. Oh. Oh, das liegt dir das Ding komplett über den Doppel. Den muss er auseinandermalen, der Norbert hat den so blöd. Schätzchen, brauchst du noch ein Schildchen? Ja. Wenn du jetzt nachher sagst, wenn ich meinen Anzug angezogen hätte, ich kriege diesen Mann. Schatzi. Guck mal, du bist ganz ein Schatzi. Mir ist so ein guter Anzug. Du, wenn du heute Abend im Bettchen sagst, Schatzi, mir ist so kalt. Da kommt sie. Hast du da eine Chance? Zumindest Nähe. Also, dann sollst du das mit September noch gut überlegen. Das ist so ähnlich wie bei mir im Finale. Ja? Also die Augen. Woher weiß man, wie die explodiert? Was war da? Das einfach ein musste ihn fragen. Und die waren aber nicht drin, oder was? Die waren allein. War gerade ganz so anders und die Ex-Frau war dann irgendwie in der Nähe, aber ist dann auch nicht so schnell reingekommen. Soll ich dir alle meine Grippemittel hier lassen? Du, ich glaube, wir können bei uns eine Apotheke aufmachen. Wir haben so viele Mittel, also da blicke ich selbst nicht mehr durch. Wir haben Mittel gegen alles, glaube ich. Das kommt so vor, da hat meine Frau erkennt. Richtig, und die Kinder auch. Kommt der wieder mit seinen Kunden? Ja, die Kinder auch. Die hängen ja so, du bist hier dran. Beruhigung, dachte ich so. Bist du sicher? Wie, hast du noch Zugang zum Konto? Hier. Aber ich krieg noch 15 Euro. Ich krieg keine nicht dran. Doch, mein Kurzzeit in den mitbringst. Früher hat der dauernd so richtig böse Sachen. Du bist quasi zu watzig zum Krankwerden. Nein, ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit, mich da ins Bett zu legen. Ah ja, mal so. Da hab ich noch Mittagsmesser zu.